So, meine Lieben, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der FIFA 16 Pack Openings. Und ihr seht schon oben im Titel, heute mit den 100k-Sets. Ich glaube, das erste Mal seit dem Team of the Year, dass wir auf YouTube 100k-Sets öffnen und das auch mit einem bestimmten Grund. Ihr seht schon im Hintergrund richtig geile Spieler, die immer noch am Start sind. 91er Sergio Aguero, 88er Hummels in Form, 90er Benzema in Form, 97er Luis Suarez Hero, und der Kerl, wer es mitbekommen hat, hat gestern schon wieder viermal getroffen. Barca mit einem 6:0 gegen Sporting Gijón. Ich hoffe, ich spreche die richtig aus, meine Stimme. Auf jeden Fall vier Buden wieder gemacht. Absolut legendär. Ich glaube, das ist der zweite Viererpack in Folge innerhalb von 3 Tagen oder so in der Liga beim 8:04. Jetzt wieder 4. Kriegt er den Inform? Das ist auch so die große Frage. 2 Tore davon waren durch Elfmeter. Von dem her eventuell Suarez mit einem 98er Inform. Ich bin mir nicht ganz sicher. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Comments, ob der den wirklich kriegt. Können wir gut vorstellen, dass EA noch nicht das Risiko eingehen wird. Es kommen ja noch geile Spiele wie Champions League nicht mehr. Aber wie die Liga, wo es noch spannend sein könnte. Plus der Tots, der auch noch kommt, von dem her. Bleibt spannend. Bleibt spannend, Freunde. 93er Robert Lewandowski und Paul Pogba auch noch mit am Start. Heißt, das sind unfassbar geile Karten. Wir haben auch noch den Gray am Start. Die ganzen Heroes aus der zweiten englischen Liga, die man theoretisch auch noch ziehen kann. Da unten rechts waren sie kurz zu sehen, aber wir kümmern uns heute, wie gesagt, um die Sets rein. Der 500k-Sets, die wir öffnen werden, Freunde, ich bin unfassbar gehypt, die kosten 2000 Points. Heißt, 10.000 werden wir einen ausgeben, und ich habe mir schon ein paar Videos dazu angeschaut, beziehungsweise auf Twitch ein paar Streams. Da haben manche absolut nur Rotz gezogen. Ich hoffe, uns geht's nicht genauso, sondern dass wir heute mal wieder ein absolutes Beast ziehen. Vielleicht den Suarez, Freunde, vielleicht zum allerersten Mal Ronaldo oder Neymar hat man schon, aber Messi. Das wäre unfassbar geil. In dem Sinne, wenn es euch wieder gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht schaffen wir die 2000 Likes für diese 100k-Sets, die wir öffnen werden. Schreibt mir gerne auf Twitter, Facebook und Co., was ihr so gezogen habt. Macht mich neidisch, Freunde, aber nicht zu sehr. Also einen Hero Suarez Impact, den möchte ich nicht sehen. Das wäre zu krank. Sondern den wollen wir heute hier sehen. Von dem her würde ich sagen, quatsch, wenn ich länger drum rum, Freunde. Let's go. Okay, im Shop treten derzeit Probleme auf. Vielleicht ist das ein Zeichen, das, was Gutes kommt, Freunde. Vielleicht war da gerade Neymar, Messi, Ronaldo, der geladen wurde. Ja, wir ziehen Loroko Schielny, Leandro Damião, ein Spieler, den wir so noch nicht haben. Ist das einer, der neu hinzugefügt wurde? Wer es nicht mitbekommen hat, Claudio Pizarro ist mittlerweile im Spiel. Rashford von Manchester United. Ronaldo-Fake hier. Rashford von Manchester United kann man derzeit suchen, ist aber noch nicht in-game sozusagen mit dabei, aber er wird wahrscheinlich irgendwann, hoffe ich, dazu stoßen, ne? Aber ihr seht schon, das Set, das wir da haben, alles in allem, naja, Giroud können für ein bisschen was gehen, man zuckt schon ein bisschen, Kastan vielleicht noch, ich packe die einfach mal auf die Liste, gucke ich mir dann so mal an. Koscielny, für den kriegen wir auf jeden Fall ein bisschen was, da gucken wir auch mal rein, vielleicht so 2.000, 3.000, 4.000, sowas in dem Dreh, 5.000 sogar, sehr schön, also immerhin was, aber wirklich viel Points bzw. Coins haben wir daraus nicht gemacht. Aber das war ja auch erst das erste Set, Jungs. Wir öffnen Set Nummer 2. Come on. Was ich diese Woche für Packs ausgegeben habe in FIFA-Points umgerechnet, ist krass. Aber es war auch einfach so ein geiles Team of the Week. Und trotzdem ziehen wir von Manchester City Thiago, sage ich schon. David Silva, Xhaka noch mit am Start. Ist ein 88er Beiner, der nichts wert ist. Nee, nichtsdestotrotz, wir haben momentan kein Glück. Da ist wieder dieser Damião. Jetzt schaue ich mal schnell rein, ob der was wert ist, dadurch, dass der vielleicht neu im Spiel ist. Nicht, dass ich den, ja, nicht wirklich, aus irgendwelchen Gründen hatte ich den noch nicht, keine Ahnung warum. Aber wir haben noch nicht mal irgendeinen Abschluss in Form gezogen in dieser Woche mit dem geilen Team, das da ist, mit den vielen Points, die wir ausgegeben haben. Wieso, weshalb, warum, ich habe keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Entweder hat EA da wirklich nochmal so ein bisschen das Packlack runtergeschraubt oder was auch immer, Freunde. Come on, drittes 100k-Set. Bring uns Luis Suarez. Gerade ein 88er. Es geht bergauf. Jetzt ein 88er oder mehr wäre geil. Wir kriegen Chiellini. Und wir kriegen 2 Informs. Okay, Jungs, wir kriegen 2 Informs. Ich wollte einen, wir kriegen 2. Das ist schon mal schwer in Ordnung. Berg und Raggi. Auch wenn es nicht so die allergeilsten sind. Aber Inform ist ein Inform. Bonucci haben wir da noch mit am Start. Klose, allerdings nicht der Miro. Ja, und sonst nichts Gutes. Aber ich möchte mich nicht beschweren. 2 Informs in einem Set. Baba, der glaube ich mittlerweile für nichts mehr geht, der eigentlich immer ganz geile Stats hatte. Bonucci wird für ein bisschen was gehen. Und dann Raggi vom AS Monaco, der Italiener. Bis auf Pace, relativ interessante Stats. Und Markus Berg, den wir ja eventuell mal in der Darmstadt-Karriere verpflichten wollten. Ne? Ja, packen wir beide natürlich mit rein in den Verein. Aber vielleicht kommen jetzt... Ja, es müssen gar keine 3 Informs sein, die jetzt kommen. Aber bisher war das erste Set... das zweite... Okay.
okay mit dem 88er, auch wenn der nichts wert ist, der Silver. Das dritte war gut mit den zwei Informs. Und vielleicht jetzt, oh, es treten wieder Probleme auf, Freunde. Vielleicht jetzt mit fucking Messi, Ronaldo, Suarez oder wer auch immer. Und wir kriegen Modric. Wir kriegen 87er Luka Modric und De Gea und Sturridge, Marcelo und Willian. Okay, Jungs, das Set, das lasse ich mal so durchgehen. Das lassen wir auf jeden Fall mal so durchgehen. Ich glaube, das zweite Mal überhaupt, dass ich David De Gea ziehe. Sonst kam da immer der Troll, ne? Ihr wisst, mit Victor Valdez oder so. Pogba, leider nicht sein Bruder. Schade. Aber das ist doch ein ganz ordentliches Set. Bakambu, der einen Man of the Match hatte, der eine herausragende Saison da spielt für Villarreal. Aber ich würde fast sagen, die packe ich jetzt alle mal. Kann ich die eigentlich so draufpacken? Ja, auf die Transferliste. Kassier kann ich auch vielleicht nochmal mit draufpacken. Mike Korn könnte auch nochmal für ein bisschen über Abstoß gehen. Ivanovic glaube ich eher wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Jungs, auf jeden Fall, das war in Ordnung. Das Set, das war soweit in Ordnung. Dann können wir uns absolut nicht beschweren. Und ich würde sagen, jetzt kommt das entscheidende dritte Set. Fünfte Set, nicht dritte. Es ist Sonntag, Jungs. Wir haben es gerade bei mir. 12.04 Uhr ist das der Moment, wo wir unseren 97er Luis Suarez Hero ziehen. Die Packs wurden besser und besser und wir ziehen Manuel Neuer nicht. Sondern Bernd Leno und da noch Garcela González oder irgendwie sowas. Also das Set, das ist dann absolut wieder für die Katz. Jonathan Damano mit am Start, Ayhan, Danny Rose, Rugani, Jesse, Ogbonna, Ivanovic wieder, Jovetic, Smalling, der das Eigentor gemacht hat, für Manchester United das Eigentor im FA Cup Halbfinale gegen Everton gestern. Und Sterling, ja. Jungs. Das ist... Naja, ich... Was? Was? Das ist... Es waren die zwei Informs und das Set mit Modric. Das war okay. Jetzt könnt ihr vielleicht sagen, ja gut, das mit Silver war auch noch in Ordnung. Aber Silver ist halt nichts wert. Auch wenn er 88er ist, der ist nichts wert und ist auch nicht so der allergeilste Spieler. Doch dazu bei Man City unter Vertrag. Als United-Fan kann ich das nicht tolerieren, Freunde. Nicht Spaß. Aber von dem her, ja. Ich muss gestehen, ich habe auf der anderen Seite Leute gesehen, die viel, viel mehr Pech hatten bei den 100k-Sets als wir. Nichtsdestotrotz ist das natürlich nicht gut und haben wir nie irgendwo was Gutes rausgeholt. Modric, unser bester Mann, rein von den Coins sozusagen. Ich zeige euch nochmal schnell das Ganze auf meiner Transferliste. Nicht wundern, dass da Suarez draufsteht, aber das sind die Spieler. Maicon, Sturridge, De Gea, Willian, Casilla, Modric, Marcelo, Sterling, Smalling, Bender, Leno, Mandzukic, Suma, Koscielny, Giroud, Brahimi. Und ja, dann noch die Kollegen hier. Silva da noch mit der 88. Das waren unsere 500 Gassets plus die zwei Informs mit Berg und Raggi, die wir gezogen haben. Immerhin Informs. Ich bin ja schon mal froh, dass ich wieder normale Informs ziehe. Ich weiß nicht, was da los war. Irgendwie ist da nicht wirklich bei mir momentan Packluck vorhanden, Freunde. In dem Sinne würde ich sagen, war es das mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Vielleicht schaffen wir die 2000 Likes. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo, dann verpasst nichts. Wenn ihr heute noch mehr sehen wollt, dann schaut auf twitch.tv/badeschlappenlp vorbei. 19 Uhr gibt es wieder einen Livestream mit der Verlosung. Ne, mit der Verlosung, die ist nicht mehr am Start. Aber mit einem Sub-Sunday, den wir heute wieder durchführen werden. Von dem her schaut vorbei. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und damit wünsche ich euch noch ein wunderschönes Restwochenende, Jungs. Macht's gut, haut rein. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.